Das ist die Freundin von... Sie ist das schönste Mädchen, was ich kenne. Und das ist der Freund von so und so. Sie ist blond, relativ groß, so um die 1,80. Ja, wir wollen doch noch nicht zu viel preisgeben. Erraten Sie, wer zu wem gehört. Hier ist das Model Memory. Ja, okay, jetzt wisst ihr sofort, wer es ist, ne? Heute bekommen die Models Besuch aus Deutschland. Aber die wissen in dem Moment nichts davon. Während die Top S sich auf ihr Shooting vorbereitet, schauen die Liebsten zu. So wie ich jetzt die Mädchen gesehen habe und in Berlin erlebt habe, sie haben sich sehr verändert. Sie überhaupt das erste Mal jetzt zu sehen mit dem anderen Styling, mit den Haaren und ja, toll. Aber wer gehört zu wem? Fangen wir gleich mit dieser Überraschung an. Wer ist Ihr Topmodel? Die Person ist 1,80 Meter groß und hat auffallend lange Haare. Ich glaube, dann weiß man, von wem ich rede. Na, das ist ja mal einfach. Lange Haare kann ja nur eine sein. Ich bin die Mutter von Samantha und ja, Sammy ist jetzt hier unter den letzten 11. Jetzt wird's etwas schwieriger. Das ist Finja und sie ist seit 11 Jahren die beste Freundin von... Ja, wem eigentlich? Sie ist sehr ehrgeizig, total liebenswürdig, groß, blond. Groß, blond, bisschen präziser bitte. Ja, sie hat eine Ähnlichkeit mit Eva Pattberg und Lena Gerke. Ah ja. Das wäre dann Jolina. Sie hat tatsächlich eine Ähnlichkeit mit den beiden Models und wird oft darauf angesprochen. Weiter geht's mit diesem jungen Herrn. Er ist extra von Niedersachsen nach Los Angeles gereist, um seine kleine Schwester zu überraschen. Modeln ist eigentlich genau das, was sie will. Das ist wirklich so, das ist ihre Sache und vielleicht so lässt sie dafür auch manche andere Sachen vielleicht ein bisschen links liegen, aber dafür hier gibt sie mehr als 100%, also wirklich Vollgas. Super Tipp. Wer von diesen Mädchen will kein Model werden und gibt nicht Vollgas, geht's konkreter? Sie sagt immer selber, sie sieht Megan Fox ähnlich. Ist doch so ihr Idol. Ja, okay, jetzt wisst ihr sofort, was das ist, ne? Richtig, das ist Nathalies älterer Bruder Christian. Jetzt ist sie eigentlich schon erwachsen geworden. Sie ist ja selber größer als ich schon, ne? Also, und ja, hat sich gut gemacht. Auch sein Topmodel hat sich gemacht. Das ist Max. Er ist hier, um seine große Liebe zu überraschen. Kleine Beschreibung gefällig. Ich bin hier für meine Freundin. Sie ist blond, relativ groß, so um die 1,80. Blaue Augen, ist ein sehr ehrlicher Mensch, sehr, sehr offen, nimmt gar kein Blatt vor den Mund. Nancy als Blondine fällt wohl raus. Von den letzten 11 Mädchen würde nur noch Ivana in Frage kommen, richtig? Ich bin der Max, ich bin der Freund von der Ivana. Ja, und deshalb bin ich hier, um sie ein bisschen, um sie auf jeden Fall nochmal früher sehen zu können und um sie zu unterstützen, so gut es geht. Und das kannst du, Max. 2 Monate getrennt, jetzt keine 15 Meter voneinander entfernt. Die Models und ihre Liebsten. Auch Thomas Hayo weiß, wie es ist, von seiner Familie getrennt zu sein. Das, was mitunter für die Mädchen am Anfang dieser Modelkarriere mit am schwersten ist, von zu Hause weg zu sein und das zu verkraften und dieses Heimweh zu überwinden. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, du gewöhnst dich daran und letztendlich ist es ja nicht unbedingt auch die Zeitmasse, die du mit jemand verbringst, sondern die Qualität. Dann ist es soweit. Das große Wiedersehen mit großen Emotionen bei Germany's Next Topmodel Donnerstag 20:15 Uhr hier auf Pro 7.